Dass der Paritätische in Kooperation mit dem SC Magdeburg etwas für den sportlichen Nachwuchs unternimmt, ist mittlerweile nicht mehr allzu neu. Zum dritten Mal schon arbeiten beide zusammen, um an einer Schule im Land eine kleine Handballlehrstunde zu geben. Tour für Vielfalt nennt sich das Ganze. Am 30. Januar war diese Tour an der IGS Regine Hildebrand in Magdeburg zu Gast. Yves Grafenhorst und Daniel Pettersson waren diesmal an der Reihe. Sie sollten den Kindern nach ein paar einleitenden Worten einen Einblick in das Trainingsleben eines Handballers geben. Für Yves nichts Neues, er coacht nebenbei das Team von SV Wacker 09 Westeregeln. Daniel Pettersson ist da noch unerfahren, kennt dieses Prinzip aber aus Schweden. Ja, in Schweden, wir haben dies auch, aber ja, das war ein bisschen neu für mich. Aber ja, ich hoffe, dass alles hast mich verstanden. Und ja. Zu jedem Training der Tour für Vielfalt gehört natürlich auch das entsprechende T-Shirt. Für die Kinder eine bleibende Erinnerung an ihren Tag mit den Handballern. Gefördert werden soll durch die Aktion nicht nur die Fitness der Jugendlichen, sondern auch der Teamgedanke und die Offenheit gegenüber anderen. Und wenn dann nebenbei auch noch der ein oder andere Nachwuchsspieler ins Auge sticht, umso besser. Ich glaube, dass einige von ihnen schon gefördert werden. Irgendwas macht es mir so den Anschein. Ich denke, dass man auf den einen oder anderen schon als Jugendtrainer das Auge werfen sollte, weil da eine Menge Talent da ist. Ja, muss man halt mal gucken. Nach einigen spielerischen Technik- und Abwehrübungen hatten die Schüler ihr Training mit den beiden Profis überstanden. Jetzt war Zeit für Autogramme und Fragen. Und natürlich auch, um ein kurzes Fazit zu ziehen. Mir hat es sehr doll Spaß gemacht. Es war ein guter Eindruck, wie so die Profis das mal machen. Nicht trainiert werden, sondern mal selbst trainieren. Es war einfach gut, mal so zu wissen. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, dass auch unsere Schule sowas anbietet. Allein schon, dass der SDM mal herkommt. Ja. In der dritten Veranstaltung der Tour für Vielfalt ist die Halbzeit der Aktion erreicht. Drei Veranstaltungen folgen also noch. Dr. Gabriele Girke, die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen in Sachsen-Anhalt, freut sich aber jetzt schon über die Rückmeldungen von Schulen und Schülern. Es ist für uns ein voller Erfolg. Da, wo die Tour war, da sind alle total zufrieden. Auch so innerhalb des Verbandes hat das hohe Aufmerksamkeit und ist auch eine gute Verbindung dazu, dass wir ja auch bei den Spielen anwesend sind. Und da sagen ganz viele, das ist eine super Idee. Einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit steht also nicht viel im Wege. Schließlich profitieren von der Aktion nicht nur die Schüler, sondern auch die Spieler.